Rhea. She is our enemy, but I must admit that she plays her cards magnificently. You mean using the goddess's name in order to boost morale? That's true, but she also shows great skill in devising her tactics. Using the bewildered Kingdom army as a shield while she and the knights retreated. If they ran all the way back to Ferdiad, it will be very difficult to pursue them. Nächstes Mal werden wir ihr ein Ende bereiten. Yes, together we'll end this once and for all. For all the lives lost in battle, by our allies and foes alike. And for Dimitri as well. Für Dimitri? Yes. The thirst for revenge that imprisoned him was the result of my uncle's strategy. He believed that I was the cause of everything, and he lost sight of his path as king. There was nothing I could do to save him, and so, the very least I could do was... Meinst du? No. The Edelgard who shed tears died many years ago. Everything that's happened, it's all just part of the ebb and flow of history. The tragedy of Duskar, our days at the Academy, father's death, and the 5 years you were gone. After all of that, at long last, we're here, at this point in time. I hope you'll stay by my side until the very end. It's time for humanity to take this world back. Ich dachte mal fast, dass das der Fuzzi alle umgebracht hat vor denen. Part 2. Crimson Flower. Great Tree Moon. To the end of a dream. After defeating the Kingdom Army and King Dimitri on the Tailteen Plains, Imperial forces set their sights on Ferdiad, the Kingdom capital. The final battle against Rhea draws near. So, we have finally arrived. It has been a very, very long road. Why are you here, Uncle? We haven't prevailed just yet. Even better. I decided I wanted to see the end with my own eyes. The very moment that humans will finally be free from the control of that false beast of a goddess. Understood. Behold to your heart's content. Just don't get in our way. Of course. I could not stand to be dragged into the fighting. When this fight is over, a world completely controlled by the Empire will be upon us. Not completely. I will only do what I must. But until our reign becomes stable, Uncle, no, all of you, I believe that your power and knowledge may be essential during that time of transition. Perhaps so. We also will do what we must. For that short while, we will lend you our strength. Yes, we're counting on you. For now. Professor. May I speak with you? Was gibt es? I know the timing is less than ideal, but there's something I need to tell you. I imagine you've already sensed it, but even still, I must tell you the truth of the power you wield and of what you are. Ja, ich habe es gespürt. I expected as much. You, like Rhea, share a bloodline with the so-called goddess. Your mother likely had some connection to the goddess, whose power has always been sleeping within you. 5 years ago, when your power awakened, I was afraid you would choose to join with Rhea. Du dachtest, ich entscheide mich für sie? I did. As you know, my goal is to free our world from the control of Rhea and the other children of the goddess. I seek to obliterate her, as well as those around her who use the Church's power to control Fodlan.
I swore to free the people from Rhea by striking her down, whether or not it meant making an enemy of you. And yet, you came to my aid and chose to walk with me on the path against Rhea. I was overjoyed, of course, but I was also confused. I thought that perhaps it wasn't the path you were meant to take. But I chose to trust in you, to rely on you and your strength. And now, here we are. Jetzt verstehe ich. Thank you for listening, my teacher. I'm glad I finally had the chance to talk to you about it. After Rhea is gone from this world, I don't know what will become of you. But whatever happens, I hope you know that you're very special to me. You are the one person in this world who can share the heavy burden I must carry. Someone without equal, who I can always speak my mind to. It's time. Let's go, Professor. Ach ja. Ich hasse es, wenn eigentlich alle in Ordnung sind. The Imperial Army arrives in Ferdiad, the Kingdom Capital, only to be confronted by Rhea, who has transformed into the Immaculate One. The Black Eagle Strike Force steels itself for an epic battle, hoping to soon return Fodlan to its people. Kampf um Firdiat. Das Ende eines Traums. Rhea, members of the Church of Saros. Surely there's no need to continue this fight. What could be gained by shutting yourselves inside the capital of a kingdom without a king? I will give you this one chance and no throw down your weapons and surrender. Unlike you, I have no desire to unleash wicked atrocities upon this world. Their silence speaks volumes. Shall we commence our attack? I'll wait just a moment longer. There are still many residents within the city. Unlike my attack on Garrick Mach 5 years ago, the church will not allow the inhabitants to evacuate. What the hell are they planning? Lady Rhea, or rather, Lady Saros, the Imperial Army is calling for our surrender. Der Typ lebt ja doch noch. Is it wise to ignore them? Perhaps we could leave Fodlan and devise another plan. We shall not surrender. We must not lose. Even if it must split the heavens, we shall not yield to the wicked ones. Understood. I will do as you command. You have my fealty no matter what, until my last moment of life. I'll stay by your side too, forever. Now, Catherine, set fire to the city. The Imperial Army will burn in the flames of eternal torment. What? No, you can't do that. Catherine, now. As you wish. But is there truly no other way? I have no patience for foolish questions. I shall sacrifice as many lives as it takes. That apostate who insists on taking everything from me will be crushed by my own hands! That ghastly voice. Your Majesty! There's smoke coming from every corner of the capital. It seems they've set fire to the city. What? Damn it, Rhea. There really is no depth you wouldn't sink to. Everyone, we must commence our attack at once. Are you ready? Preparations are complete. Just say the word. Then we attack. We'll head straight for the castle and strike down their leader, Rhea, that vile creature called the Immaculate One. This is the end of our long war. After this victory, Fodlan will finally be united and truly free. The capital we're about to invade is engulfed in flames. Do not rush to your deaths. Survive. Prevail. Do that, and we'll witness the birth of a new world. I want to see it with all of you at my side. Under- Of course. I will not fall and leave you without your protector. And you may live to see your dream come to fruition. For that,
I shall survive and prevail. I am carrying the future of Brigid. I will not be dying here. I will be winning for myself and for everyone. I will be surviving. We've been cutting our own path this whole way. There's no stopping until we reach the end. I can't die, or all my great work so far will have been wasted. Don't worry about me, AD. I won't fall before I've found my happily ever after. Maybe when this war is over, I can finally snag a good catch and settle down. Sogar am Ende des Krieges hat sie nur das im Kopf. Somehow we're already here. I wonder if the peace we secure will allow me to research as much as I'd like. If so, let's end this quickly. Edelgard, Professor, I'll do my best for both of you. If I die here, it would be with shame and regret. Oh, I can't let that happen. Once the world is united, I will lend my strength to both Edelgard and the Professor. To that end, I will lead us all safely to victory. My pride and duty as a noble demand no less, as do my own principles. Lasst uns siegen, Seite an Seite. Imperial Army, Black Eagle Strike Force, move out! Puh. Kann ich vorher noch irgendwas machen? Achso, ja stimmt, ich habe ja dann automatisch diesen Kampfbildschirm. Blatt schneller, ich muss mal jetzt noch eine kurze Pause machen. Ich bin jetzt auch schon wieder 2,5 Stunden am Stück. Gut, 2 Stunden 15. Gut, 2 Stunden 15 und 40 Sekunden jetzt. Ah, oh, Alter. Oh shit, den Typen habe ich ganz vergessen. Da ist die Catherine. Oh, die hat natürlich drei Dinger, ne? Er ist bei ihr. Wer zur Hölle bist du? Ash? Scheiße, Ash, warum bist du bei der fucking Kirche, Alter? Oh ja, stimmt, der war ja schon immer einer, der wo. Okay, das kann da echt übel werden, Alter. Leck mich fett. Der bewacht irgendeine Truhe. Ja klar, Alter. Ich werde jetzt Truhen snacken gehen. Ah, Alter. Das ist voll übel, Alter. Das ist voll echt übel, das letzte Level. Was geht mit euch ab, ey? Den kriegt die Edelgard. Und gegen sie würde ich gerne am liebsten meinen Typen schicken, Alter. Dass der Ash hier rumrennt. Ja, er schaut nicht schlecht aus, Alter, muss ich zugeben. Alter. Steht ihm. Oh, fuck, der Penner hat einen Kriegsbogen. Oh, leck mich, Alter. Der darf auf jeden Fall grundsätzlich zweimal angreifen. Gut, aber jetzt ganz kurzes Päuschen und geht's gleich in der fetten letzten Schlacht weiter. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. War jetzt, wenn ich ehrlich bin, eine längere Pause, aber für euch ist es ja bloß ein kurzer Übergang. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie macht man das? Unsere zwei in der Mitte. Die Petra. War mal eine Karte, wer ist da drüben? Die Ingrid. Einheiten. 12! Alter, ich kann 12 mitnehmen. Da ist die Shamir dabei für ein. Oder sollte man zwei Heilungsdinger, drei Heiler mitnehmen? Ich meine, der Lindhanner kann auch gut angreifen, ne? Bernadette mit Pfeil und Bogen. Hubert ist guter Angreifer. Der kann weit entfernt angreifen, ne? Gegenüber von der Lysithea, die wo nah ran muss. Die Dorothea kann auch über weite Entfernung angreifen. Ich würde ihn trotzdem fast rausnehmen für die Shamir. Die noch auf 26 ist. Alles klar, wir lassen Hubert mit drin. Dann werden wir mal kurz das Inventar noch sortieren.
Tausch. Ne, Items. Ferdinand. Lagern. Ingrid. Items. Assa-Lanze. Heilige Waffe, Chichol. Stellt in jedem Zug KP wieder her. Waffe verstärkt Effekt. Elf, 14, Alter. Gewicht 9. Gewicht 11. Ich weiß nicht, wie oft sie angreifen muss, aber 25 Angriffe mit einer 1 mit einem Ding wird schon reichen. Ja, das Schöpferschwert mit 13, das heben wir uns für die ganz starken Feinde auf. Amir. Umgebaute Waffen. Wappensteinwaffe für Edelgard ermöglicht, ihr wütender Sturm zu verwenden. Gewicht 11. Gewicht 12, Alter. Ich kann die aber nicht einlagern, ne? Schild lassen wir. Wobei das Schild hat Schutz 4. Wir haben doch einen Haufen gute Schilder. Stein des Wissens. Eisenschild. Bandschild hat nur 2 Schutz. Schild des Aurora. Gewicht 0. Schutz plus 3. Schild des Kasmus. Des Katmus. Tauschen. Oh, komm, wir probieren es einfach so. Schmieden, reparieren. Das kann ich nicht reparieren, brauche ich 5 Dunkelmetall. Wow, 2 habe ich verkauft, leck mich. Oh, shit, Alter. Ich kann auch nichts mehr kaufen, ne? Ah, der Preis ist aber 13,50, ne? Das heißt, ich kann aber noch was verkaufen. So, Jeritzer, den müssten wir noch reparieren. 11,70, das kriegen wir auch noch zusammen. Ah. Stein des Wissens mit mehr Erfahrung, ne? Kraftgewicht ist auch höher, aber man kriegt immer Schaden. Langspeer kann weg. Alter, ist gerade echt schwer. Das Oberstufensiegel hauen wir noch raus. Da müsste es ja eigentlich reichen. Reparieren. Speichern. At last we made it to Ferdiad, but it's in a pitiful state. We finally stand before the palace. These flames will kill our friends and foes alike. Those who stand in our way will perish with the flames.
Immaculate One, your reign ends here and now. With fire raging all over the city, our enemies won't be able to advance in large numbers. Instead, they may try to defeat us with small squads of elite warriors. Indeed. I've been at their head is the one who stole my mother from me, and likely that mutinous whelp, Edelgard. The whole city's burning! Oh, this isn't good. I'm flammable, you know? If possible, we must be avoiding the flame and be careful of strong enemies. If we want to minimize our losses, we will need to be flexible in our approach. More fighting. It's win or die. For the Empire! So, du recht. Bogen ist halt nicht geil. Machen wir mal Minus. Der würde Edelgard angreifen, der ihn und der auch ihn. Gut, dann passt es. Mit dir gehen wir da rüber, Alter. Wir müssen die da drüben unterstützen. Die zwei schaffen das schon. Boah, da greifen alle drei sie an. Nee. I'll do my best. Okay, das könnte jetzt funny werden, Alter, hier. Aber so richtig funny. Ready when you are. Hier kann er angreifen, hier nicht. Warten. Understood. Bernie mit hinterher, wobei die Bernie können wir in die dritte Reihe stellen. Linhard und sie können wir hier stehen lassen. Brennt man da? Da brennt man überall, ne? Da auch. So, schauen wir mal, was die drauf haben. Also gut, der hat nichts drauf. Ich meine, der ist einfach nur tot. Alter, das Schild ist voll geil, das passt voll zu ihrer fucking Rüstung, Alter. Wie geil ich das ausgewählt habe, Mann. Ich muss mir selber auf die Schulter klopfen. It won't be in vain. Strong. Fähigkeit für Erleuchtete gemeistert. Heilige Kraft. Hä? Was war denn das? Kann ich denn von hier gar nicht angreifen? Alter, auf dem Schuttcamp Pferde nicht gut angreifen. Shit, dann hätte ich die in die Mitte nehmen sollen, ne? No time to slow down. Die mit ihrem coolen Outfit und ihrem kleinen Zauberstab. Sie kann angreifen. Aber was kriegt sie dabei ab? Okay.
Komm, absteigen. Angreifen? Achso, ja, Donner. Gut, dass ich da zwei Heiler dabei habe. Kann natürlich auch sein, dass sie genau deswegen ausgewählt wurden. Naja, der kann bloß unterstützen. Erneuerung. Status für alle Verbündeten. Nee. Status-Effekte. Okay, das ist gut. Warte mal, die Bernie hat. Warum bist du verletzt? Ach so, weil sie hier gestanden war. Ah. Kein Schaden? Ach, weil er auf der falschen Seite steht, der Mistkerl. What? Her howl was unadulterated magic. I didn't know such a display of power was possible. Hä? The doll's movements seem stronger after that roar. Whenever the Immaculate One howls, those dolls become stronger. Das finde ich gerade nicht geil. Vestra Zauberingenieure. Gut, passt. Haben wir alles. Sollen wir uns da durchfeiden? Ja, wir sind eh da drauf, Alter. Da können wir gleich auf dem dämlichen Ding langlatschen. Hä? Achso, da könnte ich hier durchlatschen, ne? Ne, unterstützen. Progressiv. Alter, stimmt, das Ding ist ja speziell gegen Reiter. Das hab ich komplett vergessen. Mit ihr snacken wir jetzt dann nach und nach die ganzen Reiter weg. Reicht es? Fuck. Sehr gut. Ich kann sogar da drüben heilen.
Einmal die Edi, die hat am meisten abgerichtet. Also bisher kommen wir noch ganz gut voran. Was ist eine Frage? Ich glaube, wir gehen dann rechts rum. Die Catherine würde ich gerne selbst killen. What? Watch and learn. Alter, ich hasse es, dass sie so weit. Oh Gott, die werden noch mal einen haben, ist so tot, ne? Oh, der kriegt in der nächsten Runde Schaden. Ja, stimmt, der kriegt eine Prozentzahl an Schaden. Alter Schwede, ey. Wäre mir jetzt doch hier fast wegfreckt, ey. Den Ash lassen wir einfach in Ruhe, hätte ich gesagt. Da drüben sind ja auch keine. Die greifen dann alle sie an, ne? Wobei, der Fliegende stört mich gerade ein bisschen mehr. Alter, der hat fast keine Energie mehr. Wow. Keep it up. Warte mal, warum kann der mich angreifen? Gehen wir mal dahin. Understood. Warte mal, der kann der zurückschießen? Der Sack hat eine Axt? Oder die alte? Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, die Leute zu heilen. Ah, der hat einen Wurfspeer. Muss sie zweimal damit angreifen, so ein Scheiß. Ey, wie die Säcke halt alle Wurfspeere haben. Ja. Okay, so. Oh! Tschüss, Alter. I was trusted to protect the future of the nation.
the royal bloodline itself. I cannot yield. I will fulfill my duty, even if I must forfeit my life. Was? Elender Mistkerl. Bernie, kommst du raus? Ah, scheiße, die kommen da nur zwei Dinger weiter. Aber er kommt raus. Warum können die auf Trümmern eigentlich besser laufen wie die anderen? Der killt mich doch, oder? Nicht ganz. I can only lament that you chose to side with the Empire. I am a royal knight. And I will destroy. Prepare yourself. I beg forgiveness. My promise to you, I could not. Ah, wir haben die Shamir gar nicht dabei. Oh nee. Kann ich nur mal wen austauschen? Fuck! Was ist da passiert? Ja, dachte ich mir schon, dass der trifft. Daneben, 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 daneben! Oh, Glück gehabt. Ah, jetzt brüllt sie wieder rum. Bla 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 bla. Es zieht doch nichts ab, ne? Okay, dann bleibt er stehen. Weil dann hauen wir der nämlich Schweigen drauf, dann kann die gar nichts machen. Und wir hauen das Viech weg. Nein, nein! Ah, oh, fuck. Ja, egal, jetzt ist auch schon zu spät. Mit dem Schöpferschwert kann ich es killen. 13. Risiko muss sein. Ich meine, ich könnte jetzt angreifen, aber wir machen lieber Heilung. Das ist die Frage, was machen wir mit ihm? Wir werden ihm nichts abziehen, oder? Ach, nur mit. Oh, das Abziehen scheint nur magische Angriffe. Ah, deswegen auch die Aussage mit... Oh ja, da fällt mir was ein, wir haben da drüben noch diese Reiter. Shit.
Ich glaube, wir sollten uns erstmal um die Reiter kümmern. Alter, was halten die aus? Oh, warte. Ich hab mir da was Schönes. Dann können wir uns auf einen konzentrieren. Ich komplett vergessen, dass wir die Bernie auch da haben. Killt die mit einem Schlag? Nee. Ja, dann machen wir es lieber. Gereicht. Ach ja, stimmt, wer ist er? Was? Das Ding heißt Bernhard? Luca. Gaius. Iris. Oder Iris. Schwarmreich. Oh ja, da fällt mir was ein. Ich wollte die da überraschen. Weg mit dir. Ab mit ihrem Kopf. Angreifen, Donner. Alter, ich kann da mitmachen. Aber das Ding kann mich. Oh, warte. Kann ich nicht. Ja, Ritzer, platt machen. Oh, nur 8? Oh, der greift doch nur einmal an, du Sack. Zwei? Oh, das war ein Crit. Du elender Drecksack.
Weißt du, wie er halt mit seinem letzten Atemzug vom Crit raushaut? Halt, warte mal, können wir normale Heilung benutzen? Wie den heilt, Alter, weißt du? What's my strategy? So, die Marianne noch hinterher. Nein, nicht schweigen. Unterstützen. Bernie braucht da irgendwas. Erstmal muss der Heiler weg. Oh. Dumme Sau. Die Alte kommt auf mich zu. Die greift er den Geritzer an, ne? Da ist die Frage, ob der überlebt. Oh, Alter! Bernie reißt es einfach. Die Bernie reißt es halt, während andere daneben hauen, Alter, macht sie halt einfach einen Crit mit einem Schlag. Donnerbrand erhalten. Ob du schaffst den, oder? Super Feuerball. Das können da eigentlich alle durchlatschen.
Direktheilung habe ich halt dabei, ne? So, und jetzt geht's bei der großen Rea ans Eingemachte. Ich meine, sie ist halt wirklich eine große Rea, ne? Purgativ hat er noch einen Haufen. Ah, na, ja, gut. Oh, da kommt ein anderer Spacko auch noch Ogren, ne? Schauen wir mal, was er reißen kann. Einer da drauf, einer da drauf. Ja, war mir klar, dass die dann auf die gehen. Okay. Haben wir alle nachgezogen? Ja. Jetzt beginnt's. Oh. Alter, wie die jetzt halt herkommen, hä? Reiß nicht wirklich, Alter. So, Edi. Du darfst gleich mal ran. So it's true. You don't value human life at all. Isn't that right, Immaculate One? Nonsense. Fools who do not accept their own sins are undeserving of salvation. You humans are the ones who betrayed. You betrayed me and you betrayed my mother. Ah, fuck. Ah, jetzt. Ich habe aus Versehen wieder einen Knopf gedrückt, jetzt ist wohl was größer geworden. So, jetzt. I did not betray you or her. I never believed in you from the beginning. Ich greife dann sie an, ne? Wir sollten da vielleicht schauen, dass wir da zwei Dinger machen. Machen wir hier Platz. Dann kommt die Ingrid. Ah, schlag doch nicht vorbei. Aber er hat's geknackt. Die denn da vor hinten heilen? Machen wir erst den Jiritsa. Der kommt in dieser Feuersbrunst nicht weit, ne? Ums Verrecken nicht.
Damit kriegen sie doch jetzt eigentlich weg, oder? Der andere Typ greift sie dann an, ne? Nicht geil. Nicht sehr. Wobei, die Ding kann sie heilen, ne? Dann greift er halt sie an, ne? Fuck. Ich weiß nämlich nicht, wie stark das der ist. Ich habe bei ihr schon zweimal Ding benutzt, ne? Mal jetzt überlebt es. So, jetzt darfst du da ran. Hat der andere auch mit zugehauen? Das bringt doch nichts, Felix, wenn die eh schon tot ist. Jetzt kommt der andere dran. Ash, bleib da unten, Alter. Warum greift denn der andere Spacko nicht an? Oder will der von mir angegriffen werden? Oder was ist mit ihm los? So, noch eins weg. Wenn wir Glück haben, kriegt die Edelgard noch eins weg. Nicht ganz. Hey, wir müssen es doch jetzt eigentlich schaffen, oder? Lysithea? Hä? So. Warte mal, die hat Seraphim, ne? Wie, du weichst aus. Glück gehabt. Leave it to...
Unterstützung? Teleport? Alter, ich krieg dich, Alter, ich krieg dich. Angreifen. Tot. Nein! Nein, warum? Was ist jetzt los? Hä? Ich hab doch nichts. Ah, Nosferatu reicht halt auch nicht. Shit, ich hätte die Bernie teleportieren sollen. Scheiße, wer kam auf die Idee, die nicht zu nehmen? Oh, shit. Aber es haben alle überlebt. Okay, die nächste Runde geht an uns. Kampftechnik. Ewiger Himmel. Kraft erhöht sich je nach Magie der Einheit effektiv gegen Drachen. Warum? Warum aber zieht es nur 14 ab? Warte mal, die ist wieder geschützt, die Sau. Jetzt aber. Kampftechnik, ewiger Himmel. Schöpferschwert. Alter Schwede. When humanity stands strong and people reach out for each other, there's no need for gods. Rhea, your reign of tyranny is over. The time has come. I'm ending this once and for all. Is it over?
Ja, mein letzten Ding. Stark, Alter, gefällt mir. Die Szene war geil. Auch wenn der Impact ein bisschen gefehlt hat. A rising flame was a light as the flow of time carved a new history for Fodlan. With the fall of Ferdiad, the Holy Kingdom of Fargus and the Church of Seros both vanished into the people's memories. Fodlan was finally one unified nation, under the rule of Emperor Edelgard and the Adrestian Empire. Embracing her newfound power, Edelgard could at last set about destroying Fodlan's entrenched system of nobility and rebuild a world free from the tyranny of crests and status. Yet, beneath the surface, an unseen and silent struggle began to take shape. From her seat of power, Edelgard could at last wage war on those who slither in the dark. Turm der Göttin. The children of the goddess have been defeated at last. The shape of the world will be forever changed. Humanity is free now. The world is ours once again. Can you believe it? Es ist noch nicht vorbei. True. There is still much to be done. We can't ignore the possibility that our enemies will resurface one day. In the end, the fate of this world depends on the choices we make. I don't know what the future holds, but come what may. Will you stay by my side? You chose to protect me at the Holy Tomb. Will you choose me again? What I'm trying to say is, I need you. Al, bitte nimm dieses Geschenk von mir an. You called me Al. That's... That means more than I can say. And this ring... It's lovely. Thank you, my dearest friend. I will happily accept it. I must admit, I feared my feelings would be unrequited. So long as I had you by my side, it never mattered how many enemies I amassed. You were all I needed. All this time, I longed to share my feelings with you, and it seems you wished for the same. Now, our wishes have come true. This feeling, it's... overwhelming. Nun sind deine Brüder deine Bürden meine Bürden. Ich verspreche dir, immer für dich da zu sein. I promise the same. Together we can achieve anything. We will crush those who slither in the dark and restore peace and order to Fodlan. I will then find a suitable successor and hand over the reins of the Empire. When all that is done, it will be just the two of us. I look forward to starting our life together in the light of a glorious new dawn. Ist schon ein Leben weit entfernt zu sein. Dann machen wir uns an die Arbeit. Yes, that is all we can do for now. We must remain focused on our goals. To think that I may truly call you my partner and equal now. The solitary reign of Edelgard has come to an end. From now on, we walk this path together. With time and care, the darkness shrouding this world will be lifted. You and I will become the light that shines over Fodlan, just as you have shined upon my life. Ihre Augen sind so groß gewesen. Es tut mir leid, ich liebe solche Dinge eigentlich, solche Artworks und so, aber... Die hätten sie ein wenig ernster machen müssen. Kampfdaten. Hä, weiße Wolken an irgendwo mal. Held? Claude? Ach so, im ersten Kampf, ne? Edel, 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 Sin, Ferdi, edel, Bernie. Movie, Bernie, Edel, Shamir, Sin, Shamir, Sin, Yeritza, Sin, Yeritza, Sin, Bernie, Yeritza, Petra, Lysea, Sin.
Blindes Bestreben. Annette, Schlacht 0, Siege 0. Annette kehrte in ihre Heimatstadt Firia zurück und begann an der Magieakademie zu lehren. Mit der Zeit wurde sie eine berühmte Lehrerin, die viel einflussreiche Magie hervorbrachte. Es heißt, dass all ihre Schüler Annette für ihre Fröhlichkeit wie für ihre Bescheidenheit schätzen und gerne von ihr unterrichtet wurden. Mercedes verließ ihre Heimat, um gemeinsam mit ihrer Mutter ein Waisenhaus in der Region Fergus zu gründen. Sie kümmerte sich um die Kriegsweisen, unabhängig von Abstammung oder Geburtsort. Mit der Zeit verwandelte sich das Dorf, das um ihr Waisenhaus herum entstand, in einen Ort, an dem das Kinderlachen nie verstummte. Schlachten 22, Siege 12. Obwohl der Krieg vorbei war, kam es in Fotland von Zeit zu Zeit zu Scharmützeln. Unausgefüllt von seinem Amt als Graf Fraldarius gab Felix seinen Adelstitel auf und griff wieder zum Schwert. Von seinem Verbleib ist wenig bekannt, doch noch Jahre später flüsterten sich die Soldaten noch immer Gerüchte über einen mysteriösen Mann zu, der viele Gegner mit Leichtigkeit den Tod brachte. Wandelndes Schwert. Ende des Schweigens. Marianne kehrte unter dem Jubel des Volkes nach Hause zurück, welches sie für die Rettung von Fotland pries. Ihr Adoptivvater lehrte sie, wie Worte mächtiger sein können als Waffen. Als sie schließlich sein Erbe antrat, war sie zu einer der begabtesten Rednerinnen Fotlands geworden. Ach geil. Freut mich für sie, distanzierte Schützin. Nicht lange nach dem Krieg verschwand Shamir aus der Armee. Man hörte nie wieder von ihr, doch viele Jahre lang munkelt man über eine mit dem Bogen versierte Diebin, die stets nur von jenen raubte, die es auf Unschuldige abgesehen hatten. Okay, Robin Shamir. Klingenzerbersterin. Ernsthaft? Lene beschloss sich den vormals von Geralt geführten Söldnern an. Ach, schloss sich. Als sein erster und bester Lehrling übernahm sie die Führung und erbte schließlich sein Talent als der Titel als Klingenzerbersterin. Bald galt sie als Geralt II., da sie auch seine Trinkgewohnheiten übernahm und in jedem Wirtshaus anschreiben ließ. Okay, das ist die Leonie. Genie des Unglücks. Lysithea kehrte nach Hause zurück und arbeitete mit ihren Eltern am Wiederaufbau ihrer Heimat. Jahre später, als das Ende ihrer harten Arbeit endlich in Sicht war, gab sie das Hauptquartier auf und trat ihr Gebiet an einem gerachtbaren Herrscher ab. Kurz danach verschwand sie mit ihrer Familie und niemand weiß, wohin. Ich hätte gern gewusst, ob sie überlebt hat. Müder Forscher. Lennart gab den Anspruch auf sein Erbe und seine Position für ein sorgloses Leben im Kloster Garreg-Mark auf. Seine Tage waren ruhig und er verbrachte Stunden am Fischteich und widmete sich privaten Studien. Nach seinem Tod fand man in seinem Zimmer eine wahre Schatzkiste an Dokumenten. Sie enthielten die bedeutendsten Erkenntnisse, die er bei der jahrelangen Forschung der Waffen gewonnen hatte. Heißblütiger General, Kaspar. In Anerkennung der Leistung... Schlachten 62, Siege 29? In Anerkennung der Leistung im Krieg wurde Kaspar im neugeborenen Adresteischen Reich zum Kriegsminister ernannt. Obwohl er bald den Ruf hatte, ab und an leichtsinnig vorzugehen, war er ein fähiger Anführer, sodass seine Truppen manches Hindernis mit seiner Hilfe überwanden. Lange nach dem Ende eines Weges wurde sich Geschichten über den Ruhm und die Freude erzählt, die er in seiner Armee brachte. Vertrauter der Kaiserin. Hubert widmete sein Leben voll und ganz dem Dienste für Edelgard. Er blieb stets wie ein Schatten an ihrer Seite und räumte ohne zu zögern jegliches Hindernis aus dem Weg, die sich seiner Kaiserin gegenstellten. Obwohl seine unheimliche Erscheinung und ein eindrucksvolle Art bei allen gefürchtet waren, schert er sich wenig um seinen Ruf, sondern konzentriert sich allein auf seine Loyalität der Kaiserin gegenüber. Adel des Adels. Adel des Adels, ja. Nach der offiziellen Ernennung zum neuen Herzog Eiger setzte Ferdinand alles daran, sein Herzogtum zu reformieren. In seinem Bestreben, sein Territorium zu neuer Stärke zu verhelfen, überwand er zahlreiche Hindernisse. Als Anerkennung für seine Dienste vor und nach dem Krieg ernannte Kaiserin Edelgard ihn zum Premierminister. An Edelgards Seite verhalf er dem Kaiserreich zu großem Wohlstand. Ritterin der Lauterkeit, Ingrid. Schlachten 100, Siege 38. Ingrid setzte sich für den Fortbestand von Galateas Grenzen ein, als dieses Gebiet erobert wurde. Ihre Bitte wurde entsprochen und ihr selbst wurde ein Titel einer Fürstin verliehen. Die neue Position erlaubte es ihr, dafür zu sorgen, dass ihre Landsleute ein friedliches Leben führen konnten. Mit Begeisterung sorgte sie für eine Reform der Landwirtschaft, die Früchte trug und Galatea Wohlstand brachte. Blutbefleckter Dämon, Yeritza. Nach dem Krieg um Fotland widmete sich Yeritza voll und ganz dem Kampf gegen die Schattenschleicher. Das Gesicht hinter der Maske des Todes verborgen, ging er mit einer Sense gegen die Feinde vor, die Freund und Feind gleichermaßen erschaudern ließ. Als auch dieser Kampf vorbei war, ging er heimlich und verschwand spurlos. Sein Verbleib führte zu zahlreichen Spekulationen. Mystische Sängerin, Dorothea. Nach Ende des Krieges kehrte Dorothea an die Oper von Mittelfranken zurück. Ihr Talent war es zu verdanken, dass die Opernkompanie ihre alte Beliebtheit zurückerlangte, die auch nach Dorotheas aktiver Bühnenzeit noch lange anhielt. Nachdem sie ihre Rolle als Diva abgegeben hatte, zog sie sich ins Privatleben zurück, welches ruhig und ohne bessere Vorkommnisse verlief. Man erzählt sich, dass sie sehr glücklich verheiratet war. Ach schön, das freut mich für sie. Ewige Einsiedlerin, Bernadetta.
Nach dem Tod ihres Vaters wurde Bernadetta die nächste Gräfin Varley. Sie zog sich unverzüglich auf ihren Besitz und aus politischen Geschehen zurück. Bernadetta konzentriert sich allein auf die Verwaltung ihrer Grafschaft. Durch ihre Zurückgezogenheit sowie ihre Neigung, lange Zeit in eine Art Winterschlaf zu verbringen, wurde sie der Nachwelt als Bärchen von Varley bekannt. Deswegen, da passt ein perfektes Wort, das Bernie-Bärchen. Ah, und jetzt geht der Fernseher aus, jetzt höre ich keine Musik mehr. Petra kehrte zurück in die Heimat Bridget und folgte ihrem Großvater auf den Thron. Als Herrscherin erklärte sie Bridgets Unabhängigkeit von Fotland und arbeitete unermüdlich daran, diplomatische Bande mit Fotland und Dagda zu knüpfen. Ihre Bemühungen inspirierten ihre Nachkommen, ihr Werk fortzuführen. Und so führte sie ihr Volk in eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand. Flügel des Hegemonen, Flammenkaiser. Sinn beendete gemeinsam mit Edelgard die Tyrannei eines gottähnlichen Wesens. Obwohl er im Kampf verwundet und der Macht der Erschaffergöttin beraubt wurde, galt er danach sogar als noch stärker. Als er und Edelgard die Schattenschleicher bekämpften, wurde ihre gegenseitige Bewunderung schließlich zuliebe. Sie heirateten und schufen eine Ära des Friedens, in der sie das Adelssystem des Kaiserreichs reformierten. Und dennoch fanden sie immer wieder etwas ruhige Zeit, die sie miteinander genießen konnten. Alter, Schlachten 243, Siege 140. Schlachten. Die Edelgard haben fast genau gleich auf, ne? Die passen einfach perfekt zusammen, schon hier im Fight, ey. Aber ich hätte gerne noch ein Abschlussgespräch mit Sodis gehabt. Okay, wir sprechen uns dann am Ende wieder. Und dann nach den Credits. Bis gleich.
Und damit haben wir das Ende. Geht es alleine weg? Ja, wenn ich drücke. Enddaten speichern. Mit diesem kannst du ein neues Spiel anfangen oder bei Daten übernehmen. Müsste jetzt die jetzigen Daten behalten, wähle einen anderen Speicherplatz. Okay. Hat die vorher da auch schon drauf geschlafen? Die war doch vorher da nicht drauf. Extras? Musik, 5 Szenen, Ereignisse. Ah, die große Erweckung. Falle, Ankunft des Todes. Ach, so ist der Anfang. Okay, Jahreszeiten des Krieges. Rache. In der Edelgard-Route war eigentlich nur eine Szene, oder? Das ist doch eine Welt für die Menschheit. Ja. So viele Szenen gab's da gar nicht, ne? Nur den Kill von der Rhea. Ereignisse. Hä? Was macht das jetzt? Ah. Dorothea? Scheiße, was war das jetzt? Hä? Oh, ich kann es überspringen, gut. Das ist, wenn du in den Turm des Glücks triffst, ne? Okay. Des Mondes oder so. Also gut. Vorerstiges Abschlussgespräch. Für die Kampagne von der Edelgard. Oder für den zweiten Teil von der Kampagne von der Edelgard. Ich find's super. Ich find's echt super, das Spiel. Das hat echt Spaß gemacht. Diese ganzen Entscheidungen, was du auch treffen konntest. Ne, gut, was heißt Entscheidungen? Teilweise, eigentlich konntest du nur richtig eine Entscheidung treffen. Zwei Entscheidungen. Welches Haus nimmst du und schließt du dich der Rhea oder der Edelgard an? Wir haben auch so zwischendrin diese ganzen Antworten und Konversationen und alles. War echt super. Die ganze Geschichte hat echt Spaß gemacht. Es fehlen natürlich jetzt noch drei Viertel. Du hast ja noch in Dimitris Kampagne die Blauen Löwen. Du hast die Goldene Hirsch-Kampagne mit dem Claude. Und du hast die Reha-Kampagne. Die Reha-Kampagne. Was es mir halt echt gerade schwer macht, ich finde das Ende von der Edelgard super. Ich finde eigentlich genauso ist für mich das perfekte Ende. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen sind, aber für mich ist das irgendwie der perfekte Abschluss eigentlich. Am liebsten würde ich jetzt sagen, es ist für mich durch. Fehlt halt ein Haufen, ne? Oder ne, sagen wir mal, 2 Viertel fehlen noch. Weil der erste Teil der Kampagne ist halt größer als gleich. Ja. Und nach diesem Ende jetzt dann, und das mit der Edelgard, und dass die jetzt dann zusammen sind und alles, das macht's für mich gerade echt hart, jetzt dann einen Spielstand zu laden und mit der Rhea weiterzuspielen. Das ist übel. Ich glaube, so ein Problem hatte ich nur nicht. Vor allem, nachdem ich ja weiß, dass du die in den anderen Kampagnen auf jeden Fall die Edelgard umbringen musst. Es gibt keine Möglichkeit, die zu verschonen. Wie es halt auch mit dem Claude passiert ist. Ich meine, ist klar, sie macht da... Wenn du nicht bei ihr bist, wird sie ziemlich grausam. Habe ich bloß gelesen. Ja. Das Kampfsystem hat Spaß gemacht. Beziehungsweise das Strategiesystem. Ich hatte bloß ein, zwei Situationen da. Entweder habe ich nicht aufgepasst oder es hat es nicht richtig angezeigt, dass der jetzt dann den einen Charakter angreift. Weil in der einen Mission, wo ja gegen Dimitri, wo ja dann auch die Rhea auftaucht, da gab es ja dann 2, 3 Charaktertode. Gut, bei dem einen habe ich nicht aufgepasst, gebe ich zu. Oder was ist Charaktertode? Die haben sie jetzt zurückgezogen. Da habe ich nicht aufgepasst, gebe ich zu. Aber bei dem anderen habe ich eigentlich nur eingebildet, dass da kein Strich war. Der wo angezeigt hat, dass der angegriffen wird. Ätzend.
Was bleibt noch? Das ganze Beziehungsaufbauen und die Gespräche, die Unterstützungsgespräche und was da alles nicht gab, fand ich auch echt super geschrieben. Teilweise halt richtig lustig. Vor allem mit der Bernadette. Sorry, Alter, es geht nicht über die Bernadette, Alter. Die ist einfach der geilste Charakter in dem Spiel. Von den Unterstützungsgesprächen. Oder gibt es noch einen anderen? Ich überlege gerade. Die Bernadette ist eigentlich die beste und die lustigste dabei. Ich würde sagen, die zweite wäre dann die Dorothea, aber nur zum Teil. Weil die hat viele lustige und sarkastische Dinge dabei, aber halt auch einige, wo halt ernsthaft sind, wo sie halt... Vor allem ihre Art hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen, muss ich zugeben. Sie hat zwar, ja, am besten ausgeschaut halt, weißt du, ja, Typ halt. Da schaut man manchmal, wer schaut am besten aus da in den Charakteren. Man kennt noch keinen von denen. Aber ihre Art hat mir nicht gefallen. Aber so gegen Ende und alles, echt super. Ja, was bleibt mir zu sagen? Es ist echt schwer, gerade viele Worte drüber zu verlieren. Ich meine... Mach mal ein paar negative Seiten. Die negativen Seiten sind nach meiner Meinung Fähigkeitenaufbau. Weil du halt teilweise echt diese Schulungsdinger sind das erste Viertel vom Spiel gut und wichtig. Du kannst dir deine Charaktere gut aufbauen. Zwei Drittel vom Spiel gerät das Schulding ziemlich in den Hintergrund. Das heißt, es nützt dir fast gar nichts. Du brauchst halt dann echt keine Ahnung, wie viele Schuldinger, damit du überhaupt mal eine Stufe aufsteigst. Mir ist schon klar, dass du von D auf... Oder was? E? Von E auf E+, auf D auf D+, dass du da viel weniger brauchst, ist mir schon klar. Dass du von A auf S oder sowas nicht einfach zack, zack kommst, ist natürlich klar, aber... Ja, dann sollte das mehr Auswirkungen haben. Müssten wir anders, hätte man nach meiner Meinung anders deswegen begrenzen müssen, aber schon, dass du auch siehst, dass du auch merkst, okay, es macht Sinn, jetzt einfach den Charakter mal umzuskillen oder was anders zu machen. Die Fähigkeiten waren zum Teil komplett nutzlos. Finde ich jetzt persönlich. Kann sein, dass ich sie nicht richtig verwendet habe, aber seien wir ehrlich, die meisten waren doch eigentlich komplett sinnlos. Also ich habe ja eigentlich irgendwann gar keine Fähigkeiten mehr benutzt. Also ich habe mal einen Drachen vor mir gehabt oder halt, was heißt ein Drachen, ein Monster oder ein Ritter oder ein fliegendes Wesen. Oder halt der Bernie Fernkampfangriff, der wo halt dann über vier Felder schießt oder über drei oder vier waren's. Das war's dann auch schon. Das finde ich schade. Klar, man soll sie nicht so oft einsetzen, weil du hast halt teilweise welche dabei, die wo fünf Schwertangriff abziehen oder fünf Schwert... Ausdauer? Nimm mal das Ausdauer. Abziehen. Ah, trotzdem, ich habe eigentlich irgendwann ab der Hälfte vom Spiel, wo meine Charaktere angefangen haben, doppelt zuzuschlagen, weil sie einfach schneller waren wie die Gegner oder sonst irgendwie. Oder höhere Level gehabt haben. Ich habe keine Fähigkeit mehr gebraucht, weil du hast mit der Fähigkeit dann, was, 20 abgezogen? Und mit dem Doppelschlag 2x15? Also nehme ich doch die 30er statt die 20. Zur Edelgard-Kampagne. Ich finde es schade, dass man von der Sotis nichts mehr mitbekommen hat. Aber es kann natürlich sein, dass sich das auf Ding beschränkt. Auf die Reha-Kampagne. Oder auf die extra Kirchenkampagne. Oder was weiß ich, wie das heißt. Silver Snow oder... Ach, keine Ahnung. Kann natürlich da sein. Weil ich weiß, dass du Dimitri... Ist dann eher, da geht es ja dann eher darum, um Dimitri sei Rache und keine Ahnung. Beim Claude geht es ja eher um die Lore von der Geschichte, von der Welt, von Fotland und von dem ganzen Zeug, auch um die Ritter scheinbar, beziehungsweise um die, was damals passiert ist. Und bei der Reha weiß ich gar nicht. Ich glaube, da erfährt man dann ein bisschen, was mit ihr ist. Kann es sein, dass man so einen anderen erfährt oder so. Ja. So, ich habe jetzt... Was habe ich jetzt aufgenommen? Ich kann das eigentlich nachschauen. Ich habe jetzt die letzten... In der letzten Woche? Ich habe plötzlich richtig Bock drauf gehabt. Ich habe richtig viel gespielt. Das ist bloß die Frage.
Können die alle zusammen? Warte mal, das kann weg. Die Aufnahme kann weg, die läuft noch. Das müsste ich eigentlich auch gemacht haben. Scheiße, ich weiß gar nicht, wann habe ich da angefangen? Ach, der zweite. Das war Montag. Ich glaube, Samstag habe ich angefangen, so viel zu spielen. Das wäre dann 5., 6. Ne, am 7. Das war Sonntag. Sonntag habe ich angefangen. Alter, ja genau, Sonntag habe ich Nike gesuchtet ohne Ende. 3, 4, 5. Wow, 9. 10, 11. 12. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, und wie lange habe ich jetzt? 22, 23, 24, 25, Alter, 26 Stunden habe ich jetzt. Alter, fuck, ich habe seit dem 7.2. habe ich 26 fucking Stunden gespielt bis zum 12.2. Holy shit, Alter, das ist mir schon länger nicht mehr passiert. Das letzte Mal, glaube ich, bei Trails of Cold Steel. Okay, da habe ich gesuchtet ohne Ende, leck mich am Arsch. Ich habe Trails of Cold Steel 1. einen Monat gebraucht, bis ich es durchgespielt habe. Trails of Cold Steel 2 habe ich in einer Woche durchgehauen. Trails of Cold Steel 3 habe ich, glaube ich, in 1,5 Wochen durchgehauen. Und das 4er, glaube ich, in 2 Wochen. Das war schon übel. Und das sind halt alle 60 Stunden Spiele, ne? Also 3 und 4. 4, glaube ich, sogar 80 oder so. Weil ich wirklich alles gemacht habe. Das sind 26 Stunden, je nachdem. Ich muss mal schauen, wie lange ich das aufteile. Jetzt, wenn ich jeden Tag eine Stunde bringe, sind es auch fast einen Monat, ne? Ich lasse es hier mal an der Stelle offen. Ich habe eigentlich schon vor, weiterzuspielen. Eigentlich. Aber gleichzeitig stört es mich auch. Vielleicht muss ich ein bisschen runterkommen jetzt erst von der Kampagne. Vielleicht muss ich jetzt... Ja, wenn ich jetzt ein neues Spiel mache. Neues Spiel beginnen. Das Sote-Symbol erscheint neben allen Spielständen, auf denen das Spiel bereits einmal durchgespielt wurde. Wenn du eine Speicherdatei lädst, die außerdem die Enddaten markiert ist, kannst du ein neues Spiel beginnen und dabei bestimmte Daten übernehmen. Es werden dabei folgende Daten übernommen: deine Reputationspunkte, deine angeheuerten Bataillone, der Level der Läden und Heiligenstatuen. Ferner kannst du im Tagebuch Reputationspunkte ausgeben, um folgende Erfolge aus deinem Enddatenspielstand wieder freizuschalten: deinen Dozentenrang, Unterstützungslevel sowie Kampftechniken und Fähigkeiten, die du durch das Meistern von Klassenfähigkeiten erhalten hast. Unter Charaktererscheinung im Tagebuch kannst du deine Einheiten ihr Aussehen aus verschiedenen Teilen des Spiels verleihen. Entweder ihre Klosteruniform oder ihre Kriegsbekleidung. Das Profil einer Einheit bleibt unabhängig von deiner Wahl gleich. Zusätzlich kannst du Items mit der Macht von Wappen erhalten, die sich nach einer Entscheidung in der Enddatenspeicherdatei richten. Im Tagebuch kannst du Reputationspunkte verwenden, um Wappen-Items freizuschalten, die du noch nicht besitzt. Okay. Scheiße, da kann ich die Punkte oben verwenden. Fuck, Alter, ich hab die alle ausgegeben. Amiibo aus der Fire Emblem-Reihe besitzt, versuchst du im Amiibo-Pavillon das Kloster einzulesen. Wer weiß, was dann passiert. Speichert eines erfolgreich beendeten Spiels übernehmen und ein neues Spiel beginnen. Für fortgeschrittene Spieler. Klassisch. Sorry, nee, Alter, das blick ich gar nicht, Alter. Nee. Wir starten hier mal nochmal. Kaiserliches Jahr 91. Das war ja jetzt die ganz normale Szene, ne? War das da schon die Kirche? Zwei, vier, das sind nur die ganzen Helden gewesen, ne?
called the Red Canyon. You'll die! 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 You took everything that I loved! Gone now, Mother. Ist eigentlich nichts anderes, ne? Abbrechen. Ich habe bloß den Kampf noch mal sehen wollen, der war geil. Ja, Alter, wir bleiben Typ, ey. Hat er das Symbol und immer? Ein Sterblicher. Nein, nicht Beiles. Warum heißt ich schon wieder Beiles? So der Scheiß. B. Oh. Nein. Achso, ja, ich kann da wieder bloß. Hä? Nein, plus. I shall not ever grow. You must present. Elf. Drei. Ah, nein, es ist 12. Monat des Roten Wolfs. Wow, wonders never cease. It seems we share our day of birth. Es dauert jetzt wahrscheinlich zu lange, bis ich ins verdammte Kloster komme. Hey, time to wake up. Were you having that dream? Massive in it, risking. Ja, bla 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 bla. Okay, I told you. Ach ja. Gerald, what? Ach, scheiß auf Gerald, da interessiert es mich nicht. Oh man, Eddie. Warum bist du jetzt die Böse? Aber die wäre hier eigentlich draufgegangen, ne? Meister des Reisbretts, Kapitel geschafft. Ich pack's echt nicht, gegen dich vorzugehen, ne? Yeah, ich brauche kein Tutorial, ihr Penner. Mach mal hin, ne? Let's take care of take down the enemy. Ja. Stay focused. Ready and willing. I will prevail. I'll cut through. Thank you. We are in your place. Ich konnte mich doch das ganze Spiel nicht mehr mit irgendwem unterhalten, kann das sein? You say you're a mercenary. So show me what you can. It's because of I didn't expect to run into mercenaries like. Oh, ich kann es mit B abbrechen. Well, how was that? We'll advance. Yeah, sitzt mich hier nicht voll, Alter. Einmal mal vorder. Oh, warte, die greifen alle gleichzeitig an, ne? Sollt ihr vielleicht jetzt nicht übermütig werden, ne? Weil meiner ist nicht mehr so stark, wie er vorher war. Allem ausgewichen und alles mit ein, zwei Schlägen weggemäht. Never underestimate an outsider. Ja, er geht ziemlich fix gerade. Aber der Edelgard, die Waffe war schon übel, ne?
Ja, muss ich jetzt die Kampftechnik benutzen? Hier, nimm eine Kampftechnik. Items. So. Jetzt kommt damit, wo es eigentlich schon fast vorbei ist. So, jetzt greifen die an. Hä, Level aufgestiegen, passt. Ich meine, er ist ausgewichen, kann das sein? Ah, jetzt hat er. Hätte er trotzdem überlebt, du Hund. Warte mal. Hä, ist meiner weg? Zur Hölle, warum? Ja, ich passe nicht gut auf, ja, ich weiß schon. Kennen wir alle schon. Dieses Kind, das hatte ich gerade gerettet, und wenn ich ein Kind bin, was bist dann du? Weniger noch als ein Kind? Correct. You understand? You get all... Danke. There, though it is all... Was nun? When time... Dreh die Zeit zurück. Wäre dann in Vorahnung besser, aber kommt eigentlich fast aufs selbe raus, ne? Zeros Fuzzis. Edelgard, warum? Ja, machen wir ohne weiter. Captain Joe. Ja, das willst du jetzt hier nicht rum, Mann. Mach mal hin, ich will hier. Ja, komm. Prologe hier mal. Ja. Jetzt muss ich dann eher mit allen reden und dann. Oh, Reha, bla bla bla. Hey Reha, mit einer Axt und einem Schwert im Kopf schaust du irgendwie besser aus. Nee, ich glaube, ich brauche echt mal eine Fire Emblem Pause jetzt erstmal. Kann natürlich sein, dass ich überhaupt keine Unterbrechung sehe, ne? Das ist jetzt das Gelaber von mir jetzt, oder?
Ich würde jetzt auf jeden Fall noch gern mein Ding anschauen. Mal dieses Buch, was ich mit diesen Punkten dann machen kann. Stimmt, ja, ich hab's ja auf Ding gemacht. Kann ich porten? Ich will mein eigenes Zimmer. Ich kann mich nicht mehr porten. I have to stop that once. May I ask a favor of you? Once you have. Ich kann mich immer noch nicht porten. Fuck. Lagerhaus. Ich habe keine Items. Okay, ich habe gerade keinen Bock jetzt zu schauen dann noch, was es ist. Ich muss jetzt wieder mit jedem reden. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall erstmal bei euch fürs Zuschauen. Das war die Kampagne von Edelgard. Crimson Flower. Crimson Flower? Glaub schon. Hat Spaß gemacht. Ich muss mal schauen, wie es jetzt noch weitergeht. Spiele ich gleich weiter. Mache erst noch eine Pause. Mache ich die nächste Kampagne. Ich glaube, mit dem Claude wollte ich weitermachen. Eigentlich nur wegen der Hilda. Irgendwie fand ich sie vom Charakter her cool. Ob es dann so ist, ist eine andere Frage. Aber sie hat eine riesige Axt gehabt am Ende. Und ich habe sie leider umgebracht. Passiert. War ein Unfall. Natürlich nicht. Ich habe sie eiskalt abserviert, aber naja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der wahrscheinlich nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses. Macht's gut und Servus.